Hallo, hallo, hallo. So sexy. Okay. Hallo, ich bin's, Kimlian. Und wenn du mich schon länger guckst, dann weißt du, nachts, wenn ich nicht schlafen kann, dann verbringe ich meine Zeit gerne mal im Internet und kaufe mir irgendein random Zeug ein. Du kennst es sicher, auf den Internetseiten wird manchmal am Rand so Werbung eingeblendet von Amazon. Und dann sehe ich da das mega schöne Oberteil. Gucke auf den Preis. 1 Cent. What? Ich wiederhole, 1 Cent. Yes! Ich habe natürlich direkt das Ganze bestellen müssen und habe dann auch noch weitere Klamotten gefunden zu Preisen, die wirklich jenseits von gut und böse sind. Also super, super günstig und auch der Versand war nicht extrem teuer oder so. Ich bin mega gespannt, ob die Klamotten tatsächlich so aussehen wie auf den Verkaufsbildern. Und deshalb machen wir jetzt ein kleines Experiment und ich werde in all diese Teile einfach mal reinschlüpfen. Nummer 1. Okay, what the fuck? Da ist einfach nur eine Unterhose dabei. Also, sorry, aber wer jetzt glaubt, dass ich die hier live vor der Kamera anziehen werde, ich muss dich enttäuschen. Das ist das Oberteil. Also ganz ehrlich, ich dachte, das ist einfach so ein Everyday-Alltagsoberteil und nicht irgendwie Reizwäsche oder so. Okay, that's me in Unterhemd. Und Shorts. Und jetzt werfe ich mir dieses Ding hier einfach mal über. Ach, so. Es ist so überbelichtet, dass man das T-Shirt gar nicht erkennen kann. Ja, ich finde das Shirt total okay. Ist es doch total ansehnlich, oder was meinst du? Kann man, finde ich, echt machen für so wenig Geld. Also, ich habe mir echt Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt. Ja, Freunde, und ich wäre nicht Kimlian, wenn ich nicht auch noch die Unterhose dazu anprobieren würde. Hello, hello, hello. So sexy. Also es kommt nicht so ganz ran an das Produktbild, aber es ist okay für das bisschen Geld. Weiter geht es mit dieser Sporthose. Und die fühlt sich so auf den ersten Griff ganz gut an, muss ich sagen. Mal gucken, wie die jetzt angezogen aussieht. Ich habe mich gleich direkt mal komplett in Sportmontur geworfen. Und ich finde die mega cool mit dem Beinchen, das da so ist. Stoff fühlt sich auch großartig an. Und das ist hier auch so abgesetzt. Guck, das hat da extra so eine Naht. Das heißt, die Hose ist nicht einfach nur unten eingefärbt, hier auch wieder, sondern die Stoffteile sind jeweils separat nochmal extra angenäht an die Hose. Und das ist, finde ich, so ein Zeichen, dass die Hose einfach echt qualitätsmäßig super ist. Ich glaube, das wird das meistgenutzte Teil dieses Hauls werden, um ehrlich zu sein. Ich werde das gleich morgen mal zum Sport anziehen. Kommen wir jetzt zu einem Teil, das ich zuallererst bei Kylie Jenner gesehen hatte. Und mein Herz hat so einen Hüpfer gemacht, als ich den Preis auf Amazon gesehen habe. Die Rede ist von diesem zerrissenen Pulli hier. Sie hat den in schwarz, ich habe mich für olivgrün entschieden, weil ich habe ja 1,5 weiße Katzen. Also die eine ist nur halb weiß. Und die Haare würden sich auf schwarz nicht besonders gut machen, deshalb, ja, die Farbe ist auch ganz cool. Und ich sehe schon, der ist nicht ganz so zerrissen wie der von Kylie, was ich aber ganz gut finde, weil dann kann man ihn auch im Alltag eher tragen, ohne komplett komisch angeguckt zu werden. Und ich bin schon gespannt, wie der gleich fallen wird an meinem Körper. Sieht ja schon mal geil aus, wie ein grüner Schlumpf oder so. So sexy. Pow, pow, yes, hello. Okay. Das Material ist sehr dünn, würde ich mal sagen. Also ich habe Angst, dass wenn ich da jetzt ziehe, dass mir das komplett einreißt. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. So, er fällt auch cool und lässig. Ist nicht zu weit, nicht zu eng. Was sagst du denn zu dem Pullover? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Ich finde auch, dass er ziemlich so aussieht wie auf dem Produktfoto. Also es hat mich jetzt nicht super enttäuscht, sondern ich bin echt ganz zufrieden. Nur das Produktfoto hat, glaube ich, ein dickeres Material, weil das ist echt wie so ein T-Shirt-Stoff eigentlich. Guck mal, da sieht man das. Das ist super dünn. Und dann gibt es hier auch noch dieses Shirin David Lookalike. Oder ist sie das wirklich? Kann mir das mal jemand in die Kommentare schreiben, ob sie das ist? Wie auch immer, hat auf jeden Fall bestanden. Und den gibt es jetzt auch leider gar nicht mehr online, habe ich gerade gesehen. Dieses Angebot ist schon wieder weg. Das heißt, wenn die Preise jetzt nicht mehr mit meinen günstigen übereinstimmen, tut es mir sehr leid, aber Amazon ändert ja immer wieder die Preise. Besonders wenn viele Leute auf ein Produkt draufklicken, dann wird der Preis halt höher. Ich habe da ein großes Schnäppchen gemacht und werde das gleiche Modell von einem anderen Verkäufer halt unten in der Infobox verlinken. Da findest du übrigens alle Links zu allen Produkten. Dieses Stück hier,
Ja, fühlt sich schon ein bisschen sehr nach Mülltüte an. Also Plastik pur. Ich glaube, daraus könnte man ein Zelt für den Campingplatz bauen und es würde das Wasser abweisen. Aber ja, das Design ist ganz nein, es ist nicht so hübsch, wie es auf dem Foto auf Amazon aussah. Auf den ersten Blick sieht es wesentlich günstiger aus. Wobei, Moment, also so schlecht ist es eigentlich doch gar nicht. Ist so leicht asiatisch, finde ich, mit diesen Mustern hier drauf. Und das sind auch so kirschblütenartige Blümchen hier unten zumindest. Also ich finde es ganz cute. Ich meine, es fällt so ein bisschen wie so ein Sack, also leicht luftig. Aber ich finde, das muss auch nicht immer alles hier so super eng sein. Deshalb eigentlich voll das süße Kleid, vor allem mit den Socken. Hi! Oh, jetzt hat man mir gerade unter das Kleid gesehen. Zum Glück habe ich eine Hose an. Fun Fact übrigens, ich habe tatsächlich immer Hosen unter Kleidern an, weil mir genau so etwas passieren würde. Ich bin so ein Tollpatsch und ich will mich einfach nicht anpassen. Wenn ich einen Rock oder ein Kleid trage, will ich trotzdem alles machen können. Und ja, deshalb bleibt mir nur der Griff zu Shorts unter solchen offenen, luftigen Sachen untenrum. Sehr, sehr cool. Also das werde ich definitiv behalten und das ein oder andere Mal kommenden Sommer rocken. Das ist auch voll nett für so Gartenpartys oder so. I like! Das hier ist... Oh, was ist da rausgefallen? Das riecht ganz schön krass nach Rose. Das ist einfach so komischer Sand, der unglaublich nach Rose stinkt, muss ich fast schon sagen, weil das so enorm ist. Und den habe ich jetzt hier überall auf meinem Stuhl und allem verteilt. Oh Mann. Also lieber Hersteller, wenn das irgendwie ein Goodie darstellen soll, über das ich mich hätte freuen sollen. Fetter Fail. I kill you. Hoffentlich passt jetzt wenigstens das Kleid mit sehr interessanten Trägern. Ah, so gehört das. Guck mal, es hat hier hinten einfach so ein schönes Rückenbändchen, das so zusammengeführt wird. Also beide Träger quasi so Racerback-mäßig, nur auf eleganter. So, okay. Bisschen tief ausgeschnitten. Wobei, wenn man es zurecht friemelt, dann geht's eigentlich. Und das sieht voll süß aus, oder? Da hinten. I like it. Also ich muss sagen, das wäre das perfekte Schwangerschaftskleid, weil da könnte man so ein Babybäuchlein kaschieren. Ich meine, nicht, dass es bei mir in nächster Zeit so weit wäre oder so. Ich bin ganz weit davon entfernt, aber trotzdem glaube ich, dass das für alle, die gerade schwanger sind und hier zugucken, definitiv eine Empfehlung ist. Ich packe auch das mal unten in die Infobox. Der Stoff ist auch sehr, sehr angenehm. Also so ein bisschen eine Mischung aus Baumwolle und so einem Bikini-artigen Stoff. Also relativ kühl auf jeden Fall. Und man kann es so fliegen lassen, fliegen lassen. Und es sieht auch sehr, sehr genauso aus wie auf dem Amazon-Foto. Also sehr gut. Ich bin durchweg positiv überrascht bis jetzt. Und last but not least, das sexieste Teil aus diesem Haul, wobei das allererste war ja auch schon sehr interessant. Das ist dieser wunderschöne kleine Bikini. Nein, Bikini ist es nicht. BH. Irgendwie sieht das jetzt qualitativ soweit ganz in Ordnung aus, oder? Was würdest du sagen? Ich finde diese Rosen hier super, super süß und hübsch. Von dem her hängen wir uns das jetzt einfach mal hier so um. Okay, also diese Träger hier, die fühlen sich schon mal an wie so Geschenkverpackungspapierband. Also total, keine Ahnung, fragil irgendwie. Also es würde das sofort reißen, wenn man da einmal so anzieht. Aua, das hat geschnalzt, Alter. Sieht doch ganz geil aus, trage ich jetzt immer so über T-Shirts. It's looking good, you know. No. Alles in allem muss ich echt 7,5 oder sogar 8 Punkte geben für diese Klamotten ab einem Cent von Amazon, weil sie halt echt, du hast es selber gesehen, ziemlich den Bildern entsprechen, auch angezogen, relativ gut ausgesehen haben. Also ich werde davon jetzt nichts irgendwie sofort ausmisten, sondern alles sicher mal tragen.
Jetzt habe ich noch eine 150-Euro-Verlosung für dich. Lass mir jetzt auch gerne noch ein Däumchen nach oben da, wenn dir dieses Video gut gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir aber unbedingt mal in die Kommentare, welcher dein liebster Klamottenshop ist. Vielleicht schaue ich da ja dann demnächst vorbei. Ich freue mich auf viele unterschiedliche Kommentare. Wir können uns natürlich auch gerne auf meinem Instagram-Account sehen, wo die 150-Euro-Beauty-Paket-Verlosung stattfindet. Schreib mir einfach unter genau dieses Foto hier, welches Produkt aus diesem Video du entweder am allercoolsten fandest oder am allerschrecklichsten. Alle, die diese Frage beantworten, nehmen automatisch teil. Ansonsten können wir uns natürlich auch gerne in meinem eigenen Online-Shop sehen, wo ich meine neue Schmuck-Kollektion gelauncht habe. Oder wir sehen uns ganz einfach im nächsten Video. Tschüss!